Prolog beendet. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden Das wir Symbol. sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit. Seht, wenn der Wind hereinweht. Für die Sollten wir gleich Waffen freigeschaltet. Ziemlich viel Waffen freigeschaltet. Was kann ich mit all diesen Dingen tun? Unglaublich, was die Leute alles bei sich tragen. Von der Maxi-Binde über den Latex-Handschuh, über ein Kondom, steht aber nicht dabei, ob es gebraucht ist. Über einen alten Porno zu Konservendosen. Curati Royals Zigaretten, also sie haben sich hier echt was einfallen lassen, um sich ein bisschen Spaß zu gönnen. Unglaublich. Man kann einen Stapel verkaufen oder einzeln. Das ist noch angenehm. Das macht die ganze Sache ein bisschen schneller. Muss man nicht 20 Mal durchklicken. Aber sind ziemlich viele Sachen dabei, so. Ja, wir brauchen keine Reservedaddeln. Wir sind nicht drogensüchtig. Ja, Pager, auch wenn ich, er braucht schon Pager, Smartphones. Ein Ratgeber braucht ihr auch nicht, Wünsche haben wir auch keine. Die Haut behalten wir mal noch. Was können wir hier alles Tolles kaufen? Heilspritzen-Upgrade, Körperpanzer. Schützenhilfemarke, das kann man dann alles weiter upgraden. Seitenwaffe haben wir jetzt freigeschaltet. Ja, ich denke mal, Maschinengewehr. Haben wir überhaupt Geld für solche Sachen? Ja, klar, haben wir Geld. Kaufen wir. Sieht doch toller aus. Ah, ich muss die Plätze herstellen und somit besitze ich die einfach und ah, die wurden noch freigeschaltet. Kaufen muss ich sie immer noch. Wurden die echt von unserem Easter Egg freigeschaltet? Wollen wir das alles kaufen? Molotows, Sturmgewehr, Munition, Wurfmesser, C4-Ladungen, Minen. Ja, das kaufen wir alles. Wir wollen uns ausrüsten. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen Gut, komisches Symbol, gleich Shop. Finde ich dann wahrscheinlich gleich einen weiteren Shop, weil ich alles billiger kaufen hätte können oder so. Auch ein Job. Ist hier was anders? Nein. Die Preise sind gleich. Oh, Flammenwerfer. Schöne Schützengewehre. Okay, die Karten können wir uns jetzt kaufen. Aber dafür haben wir ja keine Kohle mehr. Aha, ich denke, das ist mein Zuhause. Gehen wir mal ins Bett, mal gucken, was passiert. Ah, wir können hier einen Wecker stellen, wann wir aufgeweckt werden wollen. Probieren wir das mal aus.
Wir hören den Wecker, der uns nervt. Steh auf, tu etwas. Dann schauen wir uns in der Welt mal um. Dem geht sichtlich schlecht. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen, um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. Türme klettern, somit auch wie früher. Verschafft dir erstmal Übersicht. Gut. Erreiche den Glockenturm. Soweit so gut. Schau mal, wir können wieder Pflanzen sammeln. Ja, das macht Spaß. Wobei, ein bisschen schneller dürfte es noch sein. Genug loslassen, dass wir nicht sterben. Hallo, hallo. Wir haben jetzt also auch laufende bzw. fahrende Händler. Weißt du, andere Leute kaufen oder verkaufen was, wenn sie mich anhalten. Schnappen wir uns, was rumsteht. Okay. Wir haben jetzt also eine Fahrthilfe, was uns wahrscheinlich das Fahren im Gefecht erleichtern soll. Steigen wir mal aus. Das ist wieder irgendein Kraut. Hier los. Ach, und wir besitzen einen Kletterhaken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Teil.